Ist Sonic Superstars besser als Sonic Mania? Sonic Superstars ist das neueste 2D Sonic-Spiel, welches sowohl versucht, die alten Classic-Spiele aufzugreifen, wie auch gleichzeitig versucht, neue, innovative Sachen einzubauen. Und das schafft es auch. Während Mania eher wie ein Sonic Generations für ausschließlich Classic-Games war, ist Sonic Superstars eher der Nachfolger von Sonic 3 und Knuckles. Ich meine, er ist es auch. Es wurde in Sonic Origins am Ende wortwörtlich gezeigt. Und über das Spiel reden wir nicht. Erklärt auch, warum Takashi Iizuka und Naoto Oshima beide an diesem Spiel zusammenarbeiten. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war noch vor den 2000ern für Sonic Adventure 1. Oshima ist der Erfinder von Sonics Design, falls ihr das nicht wisst. Also ist es wirklich was Besonderes, dass dieses Spiel von den beiden produziert wird. In Superstars sind alte vertraute Bösewichte wie Eggman und Fang zurück. Ihr müsst wissen, ich liebe Fang. Aber auch ein neuer Charakter taucht auf der bösen Seite auf. Trip. Stolpern. Ah. Am Ende des Videos gibt es auch ein dickes Gewinnspiel, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich werde außerdem alles totspoilern, seid gewarnt. Das Gameplay ist das klassische, vertraute Classic Sonic Gameplay. Und wir haben hier nicht irgendeine schreckliche Physikänderung wie in Sonic 4 Episode 1 damals, sondern Superstars spielt sich praktisch 1:1 wie Sonic Mania, was wirklich super ist. Also Momentum in jeglicher Form ist hier wirklich das A und O. Egal ob in Leveln oder bei Bossen. Leben gibt es hier wie in Sonic Origins auch schon keine. Und ihr könnt das ganze Spiel im Koop bis zu 4 Spielern durchspielen. Der Koop-Modus wird oft als das große neue Feature des Spiels dargestellt, aber ich sehe es eher als einen kleinen Bonus-Content an. Also Spaß kann man damit bestimmt haben, aber es ist jetzt nicht die Offenbarung. Also ich spiele es lieber alleine. Das spielbare Roster besteht wie in Sonic Origins Plus schon aus Sonic, Knuckles, Tails, Amy und später auch noch Trip. Alle haben ihre eigenen Fähigkeiten, die sie besonders machen. So ist zum Beispiel Tails ein ziemlich einfacher Charakter, weil er sehr lange fliegen kann und somit kann man viele Fehler korrigieren oder neue Orte erreichen. Ich würde aber sagen, dass Amy für den Neuling der beste Charakter ist. Sie kann nämlich einen Doppelsprung, was viele der Jump'n'Run-Passagen und Bosse vereinfacht. Am schwersten ist, würde ich sagen, Knuckles, weil er zwar gleiten kann, aber dafür ist seine Sprunghöhe niedriger, was viele Nachteile mit sich bringt. Sonic spielt sich ziemlich basic und der neue Charakter Trip ist eine Mischung aus Amy und Knuckles. Und zwar kann sie einen Doppelsprung, aber auch sich gleichzeitig damit an Wänden festhalten, wie Knuckles beim Klettern. Was auch noch sehr cool ist, dass sie beim Rollen und beim Springen sehr stark an Vector aus Knuckles Chaotix erinnert. Ich glaube, keiner von euch kennt Knuckles Chaotix. Falls ihr nur einen Charakter spielt, werdet ihr im Verlauf des Spiels sowieso noch vertraut gemacht mit den anderen Charakteren, in deren spezifischen Leveln, die man nur mit denen spielen kann. Davon gibt es aber nur einen pro Charakter. Das Coole hieran ist, dass das Leveldesign noch ein Stück mehr an den jeweiligen Charakter angepasst werden kann. Bei Amy zum Beispiel geht es darum, viele Früchte zu sammeln und das geht nur, wenn man sie mit dem Hammer schlägt. Sie hat nämlich neben dem Doppelsprung noch eine Art Drop Dash wie Sonic, nur etwas abgeschwächt. Bei Sonic dreht sich alles um Speed, während ihr in Speed Jungle vor Fang flieht. Tails hat ziemlich enge Passagen mit vielen Gefahren, wo Fliegen super wichtig ist. Und bei Knuckles geht es viel um Klettern und Gleiten zwischen und über Gefahren. Würde sagen, das waren nicht die stärksten Level im Spiel, aber trotzdem guter Gedankengang. Eine der größten Neuerungen an Sonic Superstars sind die Chaos Emerald Fähigkeiten. Ihr kriegt jetzt nicht nur eine Superform, wenn ihr alle 7 Chaos Emeralds habt, sondern ihr kriegt auch für jeden einzelnen Emerald eine Fähigkeit, die euch sowohl in den Leveln wie auch bei den Bossen stark hilft. Anfangs habe ich sie eher selten benutzt, weil ich nicht genau wusste, wo und wie, aber am besten benutzt ihr sie einfach immer, wann ihr könnt, weil am Checkpoint laden die sich sowieso wieder auf. Mit den Klonen könnt ihr die Bosse absolut zerstören, also ich meine es ernst, teilweise müsst ihr die nur aktivieren und der Boss ist zu Ende, und mit der Kanonenkugel könnt ihr euch retten oder easy an hohe Orte gelangen. Probiert alle Fähigkeiten aus, jeder hat ihre eigenen Vorteile. Die coolste von allen ist aber definitiv, neben Super Sonic, die spezielle Fähigkeit. Denn jeder Charakter hat eine andere mit dem Chaos Emerald. Zum Beispiel kann Sonic damit eine Homing Attack und Knuckles hat so fliegende Schläge, die einfach durch alles durchgehen und dadurch jeder Boss einfach super easy wird. Ich mag die Idee, dass jeder Emerald eine eigene Fähigkeit hat. Die Special Stages, um an die Emeralds zu gelangen, sind auch in Ordnung. Die sind nicht so heftig gut wie die aus Mania, aber genießbar. Ihr schwingt euch an Kugeln entlang, um dann den Emerald zu sammeln. Ich finde, bis auf die 5. davon ist keine wirklich schwer. Die 5. dafür aber extra schwer. Ihr könnt in Superstars außerdem nur einen Emerald pro Zone holen, dann werden die goldenen Ringe zu blauen. Somit könnt ihr auch bis zur 7. Zone nicht Super Sonic bekommen. An Checkpoints gibt es auch noch kleine Minispiele, die wie die Sonic 1 Special Stages sind. Für die Abwechslung ganz gut und das Leveldesign ist wirklich besser und kreativer, als es sein müsste, aber man fängt schnell an, einfach an denen vorbeizulaufen. Dort bekommt ihr Münzen, wenn ihr sie schafft. Es gibt auch Früchte in den Leveln zu bekommen, die euch in Bonus-Fruchtlevel bringen, wo ihr auch viele Münzen bekommen könnt. Die fühlen sich etwas überflüssig an und man geht dort nur hin, um Münzen zu farmen, weil dort nicht viel passiert, außer dass ihr
ihr Ringe sammelt. Münzen sind wirklich im ganzen Spiel verteilt und was ihr damit machen könnt, ist euren Roboter anzupassen. Dieser ist hauptsächlich für den Battle Mode, aber tatsächlich taucht euer Roboter auch in manchen Leveln und bei einem Boss auf. Und je nachdem, wie ihr ihn anpasst, sieht er auch so aus. Ist ein okayes Feature, aber man hätte ruhig auch noch ein paar Charakterskins für Münzen reinpacken können. Weil wir haben zwar Charakterskins, aber die sind alle für Bezahlung oder andere Real-Life-Käufe. Von coolen Lego-Skins über noch coolere Cell-Shade-Looks, Classic Amy als Modern Amy, bis hin zu dem originalen Beta-Design von Sonic, Feel the Rabbit. Alle dieser Skins haben nicht nur ein anderes Aussehen, sondern auch andere Animationen. Sie haben sich auf jeden Fall Mühe damit gegeben. Wie gesagt, haben wir die Skins aber alle nur durch Käufe bekommen, was es echt schade macht, dass es keine im Spiel zum Freischalten gibt. Wie gerade erwähnt, gibt es einen Battle-Mode. Dieser ist leider meiner Meinung nach nicht so gut gelungen. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber die Physik wirkt leicht abgeändert zum normalen Spiel und auch die Minispiele sind jetzt nicht wirklich krass. Wir haben zwar eine Lego Green Hill Welt, was interessant aussieht, aber man hat halt hier nur ein Rennen, muss paar Sterne einsammeln oder am längsten überleben. Das Problem hieran ist vor allem, dass es viel zu wenige verschiedene Minispiele gibt. Der Wiederspielwert ist wirklich gering. Die Level im Hauptspiel sind aber wirklich cool von den Ideen. Alle der 11 neuen Gebiete sind komplett neue Orte. Kein Green Hill, kein Chemical Plant, kein Sky Sanctuary. Endlich! Und nicht nur das, sondern das Coolste ist, dass eine originale Idee für das allererste Sonic einfach in das Spiel gebaut wurde. Gold World Zone oder wie sie hier heißt, Golden Capital. Es ist eine goldene Stadt, wie der Name sagt. Die originalen Artworks von Sonic 1 sahen so aus. Und so sieht die Welt in Sonic Superstars aus. Unglaublich coole Idee, einfach eine alte, verworfene Idee über 30 Jahre später in ein neues Spiel zu packen. Speed Jungle hat aber auch eine sehr coole Idee. Wie der Name vielleicht schon andeutet, erinnert das Level an Stardust Speedway aus Sonic CD. Ihr habt dieselbe Art von Tunneln und Speedpassagen. Dazu gab es am Ende von Stardust Speedway ein Rennen gegen Metal Sonic, welches in diesem Spiel auch sehr ähnlich gibt, mit Fang. Echt gut umgesetzt mit ähnlichen Elementen in den Angriffen und im Leveldesign. Das ganze Leveldesign im Spiel hat etwas aus Sonic 3 gemixt mit Sonic CD und komplett neuen Sachen. Es gibt in fast jedem Act ein besonderes Gimmick, was die Level sehr stark voneinander abhebt. In Press Factory Act 1 hat man zum Beispiel das Feature, dass alle paar Sekunden eine Eruption kommt, weshalb der Charakter etwas nach oben geschleudert wird. Da muss man dann aufpassen, dass man da nicht unter einem Feind steht oder nicht zum oberen Weg geschossen wird, wenn man unten lang will. In Act 2 wiederum ist das Gimmick ein ganz anderes. Hier ist es dunkler und so eine Eggman-Maschine ist im Hintergrund, die sich immer mehr auflädt. Ihr müsst alle paar Sekunden diese Schalter betätigen, ansonsten wird es so heiß, dass ihr direkt sterbt. Und diese Art von Gimmicks ziehen sich durch das ganze Spiel durch, was jedes Level einzigartig macht. Meine Highlights sind vermutlich die Achterbahn in Pinball Carnival und die Schlange in Sand Sanctuary. Sie lieben es im Spiel außerdem, loopende Sachen einzubauen. Also zum Beispiel dieser Wasserfall hier ist unendlich. Oder dieser Tunnel hier auch. Dieser Weg beim Boss loopt sich unendlich im Kreis und so weiter. Funktioniert meiner Meinung nach sehr gut und ich mag diese Stellen. Was das Leveldesign auch noch sehr komplimentiert, sind die versteckten Objekte. Wie vorhin erwähnt, gibt es Münzen versteckt. Je nach Versteck nur eine oder fünf. Dazu gibt es aber auch noch Früchte versteckt. Und zu all dem gibt es noch einen goldenen Gegner pro Level. Dieser gibt euch zwar nur eine Münze, aber wird im Level Select auch getrackt. Auch wenn ich teilweise 20 Minuten im Level verschwendet habe, um diesen Feind zu finden, habe ich die Level dabei wirklich sehr gut gelernt. Und einer der goldenen Gegner ist einfach Tails Doll. Ich verarsche euch nicht, hier ist er. Dann könnt ihr in manchen Leveln noch kleine Details finden, wie Wandbemalungen oder andere Charaktere im Hintergrund, die das Spiel mehr wirken lassen, als wärt ihr als Team unterwegs, auch wenn ihr alleine spielt. Mein wahrscheinlich aber liebster Aspekt am ganzen Spiel sind die Bosskämpfe. Und ich weiß, mir wird nicht jeder zustimmen. Diese sind nämlich komplett anders zu jedem Classic-Spiel. Wo die Bosse damals noch eher daraus bestanden, einfach reinzuhalten, dachte sich Sonic Superstars, wie wär's, wenn wir einfach Cuphead-Bossfights machen? Ich meine, es gibt sogar diese Flugzeugpassagen aus Cuphead, die sich genau gleich spielen. Dabei sitzen die Charaktere in einem Eggmobil. Und was das Ganze nur noch 10-mal cooler macht, ist, dass je nachdem, welchen Charakter ihr spielt, er auch sein jeweilig zugewiesenes Eggmobil aus seinem Spiel hat. Zum Beispiel für Tails, eins, was ähnlich aussieht wie das von Sonic 2, oder für Amy, das aus Sonic CD. Dadurch kommt es zu mehreren Sachen, die manchen Leuten sehr gefallen wird und anderen weniger. Die Bosse sind durch die Neuerung um einiges länger und schwerer, haben dafür aber mehr Vielfalt und verschiedene Phasen. Eine der lustigen Sachen an Superstars ist, dass sie die Idee von Flickys in den Feinden auch auf die Bosse übertragen haben und damit in manchen Bossen einfach riesige, fette Flickys sind.
Die Anfangsbosse sind noch auf der leichteren Seite mit dann aber 2 bis 3 kleinen Phasenveränderungen, während andere Bosse euer Können und vor allem eure Ausdauer abverlangen. Ich rede von 9 Minuten Bossfights ohne Checkpoint. Vor allem krank sind hier die 3 Endbosse des Spiels. Der Fight gegen den neuen Death-Egg Robot hat mich verzweifeln lassen. 2 Phasen mit verschiedenen Angriffsmustern und seinem letzten Move, der sehr schwer zum Ausweichen ist. Das Spiel traut sich schwer zu sein, was ich liebe. Wenn man aber die Kämpfe lernt und weiß, wann man angreifen kann, entwickeln sich die Kämpfe zu einem ganz neuen Erlebnis. Denn als ich anfangs noch 50 Minuten gebraucht habe, den Death-Egg Robot zu schaffen, kann ich ihn mittlerweile in 4 Minuten beim First Try. Das ist Dark Souls-Type-Shit. Als ich den dann fertig hatte, habe ich plötzlich noch eine weitere Story freigeschaltet, und zwar Trips Geschichte. Und das sind alle Level des Spiels nochmal in einer schwereren Variante, die für Trip abgestimmt ist, was manchmal ganz cool ist und manchmal darin endet, dass man in einem halben Kaizo-Level ist. Auch die Bosse halten viel mehr aus als in der normalen Story, was sie teilweise viel schwerer macht. Dass sie aber jedem Level noch eine Hard-Variante gegeben haben, ist eine Sache, die ich sehr mag, auch wenn sie nicht perfekt umgesetzt ist. Wie gesagt, das Spiel traut sich, schwere Passagen einzubauen, was ich super finde. Denn bevor Superstars rauskam, dachte ich, dass es todesleicht wird, aber nein. Das Coole bei der Story von Trip ist jedoch, dass der Endboss ein anderer ist. In Golden Capital haben wir nämlich am Ende gegen Fang gekämpft, was auch ein super schwerer Kampf war. Viele hassen den, aber ich mag den tatsächlich. Bei diesen sehen wir im Hintergrund diesen riesigen Roboter angeteasert, der aber von Trip in einer Sekunde weggeballert wird. Ihr wollt gar nicht wissen, wie verwirrt ich war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Erstmal zeigen die Trips Design und dann ist das hier die Superform. Was? Ihr könnt aber 3-mal raten, wer Trips Endboss ist. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass es 5 Uhr morgens war, aber ich habe einfach 2 Stunden für diesen Boss gebraucht. Fang ist per se nicht mal so ultra schwer, aber seine One-Hit-Attacken lassen ihn einfach schlimmer wirken, als er ist. Und ja, ich meine auch One-Hit. Auch er hat 2 Phasen und ist ein cooler Dark Souls-mäßiger Boss, den ihr erstmal lernen müsst. Ich war so froh, als ich den besiegt habe. Der letzte Boss ist dann der Super Sonic Fight gegen den Drachen, der mehrfach angeteasert wurde. Und ich würde behaupten, das ist der beste Classic Super Sonic Fight. Der in Mania war echt nicht so gut. Also wir müssen hier wieder Muster lernen, um den Boss dann anzugreifen. Das Schwerste hieran ist natürlich nicht, dass wir sterben, weil wir Super Sonic sind und unsterblich, sondern dass wir immer genug Ringe haben. Okay, wir sind nicht ganz unsterblich, der Drache ist nämlich so heftig, dass er einfach Super Sonic mit seinen Portalen one-hitten kann. Seine letzte Phase ist dann einfach ein Quick-Time-Event, wo ihr parieren müsst. Ich war auch hier sehr verwirrt. Sonic bricht dann das Siegel vom Drachen und das Spiel ist zu Ende. Sehr besonderer Boss, aber gleichzeitig auch sehr nice. Die Story des Spiels ist wie erwartet nichts Krasses, aber für ein Classic Game passend und cool. Bevor das Spiel rauskam, bekamen wir aber noch eine Prolog-Animation und einen Prolog-Comic. Im Comic wird erklärt, wieso Fang zwischen den Jahren so viele verschiedene Namen hatte. Und zwar, weil er ein Krimineller ist und somit viele Fake-Namen hat. Das ist echt ziemlich intelligent gelöst. Er arbeitet mit Eggman zusammen und sucht auf der Insel nach wertvollen Sachen, woraufhin er Trip trifft und sie aufnimmt. In der Animation sehen wir dann, wie die 3 durch eine Ruine laufen und auf diese Wandmalerei treffen. Diese sieht man tatsächlich auch im Spiel. Hier sehen wir Trip oder Trips Volk, man weiß es nicht genau, wie sie die Chaos Emeralds benutzt und damit verschiedene Sachen machen kann. Wie auch im Spiel. In der Mitte sehen wir auch das Drachenei, also den Endboss, wo er auch danach wieder festgehalten wird. Dann sehen wir noch die dicken Flickies, die in den Bossen sind und die Schlange, die alles bewacht. Auf die treffen wir dann auch, so wie wir auch im Spiel. Und das ist praktisch alles, was die Story einem sagt. Der Rest ist Spekulation. Ich schätze mal, dass Trips Rüstung eine Art von Kampfrüstung ist, um sich vor dem Drachen zu schützen, weil Trip auch später dann die Rüstung abnimmt. Und nicht nur das, sondern die Superform von Trip ist auch ein Drache. Also ist Trip in einer Art verwandt mit dem Drachen oder war das ein Krieg zwischen den Drachen? Auf jeden Fall ein paar interessante neue Infos in der Sonic-Lore. Was die End damit zu tun hat? Keine Ahnung. Nein, ernsthaft, warum ist da die End? Sonic Superstars ist circa 9 Stunden lang, wenn ihr es durchspielt, bietet aber wie jedes Classic Sonic Spiel eine Menge Wiederspielwert. Ich würde euch trotzdem davon abraten, das Spiel für 60 Euro zu kaufen, weil das echt zu viel ist. 40 Euro hätte es auch getan, alleine schon, weil Mania nur 20 Euro war. Wartet also eher auf einen Rabatt. Wenn euch die extra Skins interessieren, dann holt euch die Deluxe-Version. Aber wenn ihr sowieso nur die normalen Skins spielen würdet, holt euch einfach die normale. Die reicht. Sonic Superstars ist definitiv ein spaßiges Spiel, was mit einer Menge Liebe gemacht ist, aber es ist nicht perfekt.
perfekt. Weder vom Level-Design noch vom Polishing. Für Classic-Fans definitiv zu empfehlen, aber Anfänger sollten unbedingt erstmal mit Sonic Origins einsteigen, weil die Schwierigkeit in Superstars vor allem gegen Ende echt reinhaut. Dadurch, dass Sonic Superstars viel Neues macht und nicht wie Mania auf vielen alten Grundsteinen aufbaut, ist Superstars in manchen Punkten ein besseres Spiel als Sonic Mania, während Mania aber dafür mehr polished ist und mehr Content bietet für einen geringeren Preis. Bisher würde ich sagen, Mania ist noch das bessere Spiel, aber wir kennen Classic Games. Nach dem 10. Mal spielen kann sich alles ändern. Ich freue mich auf die Zukunft von Sonic und auf das nächste 2D-Game. Ich hoffe, sie versuchen was komplett Neues wie bei den Rush- oder Advance-Spielen. Aber ich habe eine gute Neuigkeit, denn ihr müsst euch Sonic Superstars gar nicht kaufen, denn ihr könnt jetzt Sonic Superstars hier gewinnen. 4-mal sogar. Und einen Sonic-Plush. Kuss an Playern im Auftrag von Sega und Monte Key. Geht auf den ersten Link in der Beschreibung. Hier müsst ihr euren Namen und eure E-Mail angeben, damit ich euch auch kontaktieren kann, wenn ihr gewinnt. Ihr habt dann diese Möglichkeiten hier mitzumachen. Zum Beispiel mir auf Instagram folgen. Wenn ihr alle 4 Sachen davon macht, ist eure Chance auch 4-mal so hoch. Ihr könnt aber auch theoretisch nur 1, 2 oder 3 Sachen davon machen. Also viel Glück und danke an die Sponsoren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.